Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu einem geordneten Vlog, den es ja schon lange nicht mehr gegeben hat, aber ich bin halt eher wieder zu diesem spontanen Format zurückgekehrt. Aber trotzdem gibt es jetzt wieder so viel, was irgendwie passiert und aufgetreten ist, dass ich mal wieder so einen Rundumschlag machen muss und euch einfach mal wieder so erzählen muss, was habe ich so in letzter Zeit geguckt, was habe ich so in letzter Zeit gelesen, was habe ich gespielt, wie sieht das auf YouTube bei mir so aus, wie habe ich so Sport, na gut, das mit dem Sport habt ihr ganz gut verfolgen können. Und bei Sonstiges gibt es auch nicht viel zu erzählen, aber vor allem mal wieder so ein bisschen über Filme quatschen und Bücher, also Mangas hauptsächlich. Ja, und ich würde sagen, wir steigen einmal ein, gucken uns das Intro an und dann gucken wir mal. Ja, bei Filme kommt jetzt natürlich demnächst wieder richtig viel raus. Ja, ich freue mich ganz, ganz doll, freue ich mich auf Man of Steel. Ich freue mich sehr auf, irgendwann im Dezember natürlich The Hobbit. Aber vor allem freue ich mich jetzt richtig auf Monster AG 2, also Monster Uni, ja. Ich habe Monster AG so geliebt, ich habe ihn so oft geguckt und der Trailer war schon so witzig vom neuen Teil. Ich freue mich richtig doll auf Pixars neuen Film, die Monster Uni. Und dann gibt es auch noch zwei Filme, die ich noch nicht gesehen habe, die ich aber unbedingt jetzt demnächst nachholen werde. Das eine ist Iron Man 3, habe ich immer noch nicht gesehen, das werde ich jetzt demnächst tun. Da werde ich dann beim nächsten Mal drüber berichten und vor allem auch den neuen Star Trek, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich sogar nur zwei Filme wirklich gesehen. Und zwar habe ich in letzter Zeit natürlich auch viele Serien und so geguckt. Ich habe Scrubs mal wieder durchgeguckt. How I Met Your Mother, ich fand das Ende nicht so toll. Naja. Und zwei Filme habe ich geguckt. Zum einen The Great Gatsby. Das ist ein Film, den hat mein Mitbewohner mit seiner Freundin gucken wollen. Und die haben gefragt, ob ich mit will. Und dann bin ich halt mit. Die beiden hatten Fummelverbot. Und dann haben wir den geguckt. Und ich war wirklich, wirklich krass überrascht. Ich wusste vorher nichts von dem Film. Ich wusste nur, Malte hatte das Buch dazu extra gelesen. Und es geht da halt um den Hauptcharakter, der halt im alten New York, damals im alten New York, als gerade die Börse so richtig erst implementiert war und alle sind da hingezogen und wollten reich werden, American Dream und so weiter. Und auch er ist da hingezogen, schön an die Küste, da wo die ganzen Reichen leben, aber halt in so einem ganz, ganz kleinen Schuppen. Er selber hat noch nicht viel Geld. Er arbeitet da so ein bisschen als Makler und versucht das Glück da zu machen. Und dann wohnt er aber neben so einer riesigen Villa. Und diese Villa gehört halt dem Gatsby. Und da ranken sich halt viele Mysterien um diese Person. Und diese Person, also der Gatsby hat dann aber halt irgendwie Interesse an ihm. Und die lernen sich dann kennen und dann, der wird halt von Leonardo DiCaprio gespielt, dieser Gatsby. Und dann gibt es dann noch ganz viele andere Charaktere von der anderen Küste und so weiter. Und der Film ist so unglaublich gut. Ich habe lange nicht mehr so eine gute Schauspielkunst gesehen. Zuletzt halt in Django Unchained. Der DiCaprio spielt diese Rolle so gut, aber auch Tobey Maguire spielt seine Hauptrolle halt richtig gut. Auch die anderen Figuren, die da so skizziert werden, die werden so gut gespielt. Und es ist aber nicht nur die schauspielerische Kunst, es ist auch wirklich der Film an sich. Hat eine schöne Musik, aber hat halt so eine ganz eigene skurrile Stimmung. Es wird alles so ein bisschen überzogen, so ein bisschen abstrakt dargestellt. Vor allem halt Gatsby und seine Villa und seine Beziehung zu anderen Personen, zu seiner Liebe und so weiter. Das ist, wird richtig gut dargestellt und ich habe den Film einfach, ich habe ihn total genossen, von vorne bis hinten. Der war recht lang, hatte auch eine Pause, glaube ich, und hat mich überhaupt nicht gestört. Also wirklich sehr zu empfehlen. Dann habe ich jetzt gerade vorhin geguckt mit Malte Flight, mit Denzel Washington, den Film. Da geht es darum, dass Denzel Washington ist Pilot und du siehst ihn gleich so am Morgen des Fluges, ist er noch so am Vögeln gewesen, ist erst besoffen und zieht erstmal noch eine Spur Kokain. Und dann passiert halt was beim Flug. Ja? Das Flugzeug ist total im Arsch, hat einen Motorschaden, stürzt ab und er schafft halt das Wunder, diese Maschine in dem Zustand irgendwie durch ein heftiges Manöver zu einer Notlandung zu zwingen und von 106 Leuten sterben nur 6. Das klingt jetzt trotzdem 6 Leute tot, scheiße, und deshalb wird halt auch ermittelt. Und dann stellt sich halt so ein bisschen die Umstände des Absturzes heraus und er gerät in Krisen und so weiter, lernt Personen kennen. Und der Film ist wirklich gut. Er ist gut, aber er ist ein bisschen langwierig. Er geht auch, ich glaube, 126,
Nee, 136 Minuten geht er, glaube ich. Also 2 Stunden 16 stand da. Wobei aber auch der Abspann recht lang geht. Und wie gesagt, er hätte ein bisschen kürzer sein können. Da manchmal hing man da so, hat sich gedacht, okay, jetzt muss mal wieder was passieren. Und es ging halt um ihn und seine Person und seine Wandlung. Und da hat man einfach schon bessere Filme dieser Art gesehen. Bessere Filme. Es lag nicht vielleicht unbedingt an ihm, vielleicht hätte er es besser spielen können, aber das hat mich nicht so gestört. Einfach das Skript hat mich so ein bisschen gestört. Das ist halt so eine typische Person. Er hat Probleme. Er lernt damit umzugehen, lernt andere Personen kennen, die stößt da zurück wegen seiner Sucht und so. Da hat man einfach schon bessere Filme dieser Art gesehen. Das ist so, wie gesagt, er ist gut, aber da gibt es Besseres in dem Genre. Ja, ansonsten würde mich auch mal so was von euch interessieren. Guckt einer von euch Game of Thrones? Ich höre ständig was von dieser Serie, weil die alle Preise gewinnen, weil einige sagen, sie gucken das nur noch. Aber ich habe noch nie jemanden so auf Facebook oder aus meinem Bekanntenkreis getroffen, der diese Serie guckt. Guckt ihr mal diese Serie und würdet ihr mir diese Serie empfehlen? Das würde mich mal wirklich interessieren. Vor allem Leute, die mich vielleicht auch so ein bisschen kennen, meint ihr, ich würde gerne Game of Thrones gucken. Würde mich mal interessieren. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Literatur. Und bei Literatur... ich habe in letzter Zeit kein Buch gelesen. Ich war ja mit, nach Der Schwarm hatte ich ja Erebos gelesen. Und jetzt seid ihr wieder an der Reihe, mir irgendein Buch zu empfehlen. Ich würde jetzt ganz gerne etwas Realistisches lesen und eher so Richtung Krimi. Vielleicht auch mit so ein bisschen Rätseln, Detektiv, weiß ich nicht. Also jetzt nicht Horror-Krimi, sondern irgendwas Krimi-Thriller-mäßiges. Da hätte ich jetzt irgendwie mal Bock drauf. Da könnt ihr mal, wenn ihr da irgendwas kennt, es darf ruhig auch fantastisch sein, es darf fantastische Elemente haben oder Science-Fiction oder sowas. Hauptsache, es ist so ein bisschen Krimi-mäßig. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf irgendwie. Ansonsten habe ich natürlich mich hauptsächlich um Mangas gekümmert. Ich habe Mangas gelesen und zwar nicht zu knapp. Zum einen habe ich ja vom Armin Spiele ausgeliehen bekommen und halt 2 Mangas geschenkt bekommen. Und zwar Teil 1 von Siren und Teil 2, der liegt jetzt da vorne vom Bett. Siren. Ich habe bisher nur mal reingelesen auf einer Klo-Session. Und es ist auf jeden Fall sehr bizarr. Wirklich viel habe ich noch nicht erfahren. Auf jeden Fall geht es darum, dass er so eine komische Telefonkarte findet, wo Siren draufsteht. Und dann passiert halt, es gibt da irgendwie eine übermächtige Kraft, die dann die Leute in so eine Parallel-Paradieswelt entführt. Und diese Paradieswelt ist aber nicht wirklich Paradies. Und da geht es halt wirklich drunter und drüber. Und in dieser Welt muss er sich dann halt irgendwie behaupten. Und mehr weiß ich aber noch nicht. Da werde ich dann auf jeden Fall mehr berichten. Aber wer dieses kennt, Siren, der kann mir ja schon mal schreiben, was mich da so ungefähr erwartet. Dann habe ich natürlich Fairy Tail gelesen. Ich zeige jetzt Band 26. Ich habe keine Ahnung, wo mein Band 27 ist. Aber ich habe ihn schon durch. War wieder ein sehr starker Band. Weil in diesem Band, da gab es noch wieder so das, was ich bei Fairy Tail ja vermisse. Fairy Tail war in letzter Zeit nur Action, nur drauf, nur auf Fresse, Kampf um Kampf, keine Zeit für irgendwas anderes, für Nebenstories, für witzige Sachen. Aber hier wurde sich tatsächlich mal im Kampf ein bisschen Pause genommen und es wurde ein bisschen Hintergrundgeschichte erzählt zu Fairy Tail und vor allem halt zu einigen Personen. Und das hat mir wieder echt gut gefallen, das hat mir in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt. Und deshalb muss ich sagen, ist Fairy Tail 27 hat mir wieder so richtig Bock gemacht auf den nächsten Band. Mal gucken, wie der dann wird. Der kommt irgendwann auch demnächst raus. Und sehr demnächst kommt der nächste Band zu Bakuman raus. Band 18 habe ich neulich gelesen. Und ich hatte schon gesagt, ich konnte nicht mehr warten auf den neuen. Ich liebe Bakuman. Bakuman ist mittlerweile echt nach Death Note mein Lieblingsmanga geworden. Also Death Note, Bakuman und dann Fullmetal Alchemist. Der hat sich in der Zeit so ein bisschen was getan. Also Fullmetal Alchemist und Death Note finde ich beide super geil, aber Bakuman mittlerweile kommt auch auf jeden Fall an die beiden ran. Er ist einfach so witzig. Obwohl es alles so ernst ist und so real, ist es trotzdem total spannend. Obwohl das Thema bekloppt ist mit dem Manga-Zeichnen. Es geht ja nur darum, dass die beiden Mangas zeichnen und erfolgreich sein wollen und sich gegen andere Mangas durchsetzen müssen. Aber dieser Manga lebt halt vor allem von den Personen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Gute Personen und gute Charaktere. Deshalb habe ich Tales of Graces so geliebt. Oder ich liebe es ja immer noch. Und Bakuman hat so starke Charaktere. Die sind alle so unterschiedlich, so witzig.
vor allem witzig. Ich habe, glaube ich, bei keinem Manga bisher so viel gelacht wie bei Bakuman. Es sind manchmal so ganz kleine Zeichnungen, hier irgendwie so oben in der Ecke. Und ich muss mich so kaputt lachen, weil das so witzig aussieht. Die Dialoge, gerade... ich könnte mich da echt immer wieder... Ich könnte mich da total so wegschmeißen vor Lachen. Die sind so witzig. Allein mit Kazuya und mit seinem Redakteur. Es ist einfach nur köstlich. Aber ich habe jetzt leider erfahren, Bakuman 19 kommt jetzt demnächst raus und einen Monat später Bakuman 20. Und leider ist mit Bakuman 20 das Ganze schon zu Ende. Das finde ich ein bisschen schade. Es ist zwar gut, dass ein Manga einen Abschluss erhält. Das ist ja das, was bei One Piece im Moment so ein bisschen... Der soll ja gerade mal an der Hälfte sein. Aber trotzdem finde ich schade, dass Bakuman dann vorbei ist. So, hauptsächlich habe ich in letzter Zeit aber eine Sache gelesen. Und zwar die hier. Ich habe in letzter Zeit Naruto verschlungen wie nichts Gutes. Ich zeige Band 41, weil ich im Moment bei Band 41 bin. Und ich muss anmerken, aufgehört hatte ich bei Band 23, glaube ich, oder 24. Das heißt, ich habe in letzter Zeit seit dem Hamburg-Aufenthalt 17 Mangas von Naruto nachgelesen. Und vor allem, ich habe da schon wieder bis Band 47 liegen, habe ich mir alle gekauft. Ich habe in letzter Zeit so viel Geld für Mangas ausgegeben, weil Naruto... Es ist wirklich so, sobald Shippuden anfängt, sobald dieser Sasuke-Mist vorbei ist, wird Naruto wieder so interessant. Die ganzen neuen Charaktere von Akatsuki, aber halt auch die anderen Gruppen, ja. Es geht ja nicht nur um die Konoha-Gruppen, sondern halt auch aus den Nachbarländern kommen ja wieder Gruppen dazu. Du triffst alte Bekannte, aber halt vor allem die du schon kennst, haben sich ja in den zwei Jahren, sind das glaube ich, in den zwei Jahren weiterentwickelt. Es ist alles irgendwie neu, die kämpfen ganz anders zusammen. Naruto kriegt neue Fähigkeiten. Und vor allem, hier zeigt Naruto halt auch mal wirklich Eier. Ich sag mal, beliebte Charaktere auch mal vielleicht sterben zu lassen oder in einem anderen Licht darzustellen. Und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen in diesem Manga. Und mir wurde ja leider schon etwas gespoilert, was mich auch sehr so ein bisschen traurig stimmen wird, wenn ich dann an der Stelle bin. Bin mal gespannt, wann das so eintritt. Aber im Moment richtig Bock auf Naruto. Also es ist wieder ganz, ganz stark dabei, zu einem meiner Lieblingsmangas zu werden. Ja, das war's zur Literatur. Wie gesagt, das sind die Mangas, die ich so lese. Und wenn ihr mir ein Buch empfehlen könnt, ja, aus dem Genre, was ich so beschrieben habe, dann immer bitte rein damit. Gerne auch mit irgendwie, das geht ja so schlecht. Nee, nennt mir ruhig nur den Titel, ich guck's mir dann auf Amazon selber mal an. Und ja, damit kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie und das sind Spiele. Und bei Spiele muss ich ja diesmal gar nicht so viel reden, denn ich habe ja im letzten Tims Geschenke-Video, habe ich das meiste ja schon umrissen, was ich so in letzter Zeit geschenkt neu dazu bekommen habe. Und Halo, wie gesagt, ich fange jetzt an Halo auf dem PC zu spielen. Also nach dem Urlaub. Im Moment mache ich nur Videos im Urlaub. Das richtig Zocken, das mache ich dann halt erst wieder, wenn ich in meinem ganz normalen Arbeitsrhythmus drin bin. Dann mache ich ein Video die Woche und den Rest der Zeit zocke ich halt. Im Moment bin ich, habe ich wieder, einfach will ich die Zeit für Videos aufwenden. Und dann habe ich euch ja gezeigt, noch andere Spiele geschenkt bekommen. Das andere, eine ist halt das hier, Banjo Pilot. Das werde ich mir mal angucken und wenn ich dann durch bin, dann nehme ich Mario Kart Super Circuit aus meinem Nintendo DS raus, Advance raus und werde das hier da rein tun. Tales of Phantasia, das hat der Armin mir ausgeliehen. Und das kommt in den Game Boy Advance rein. Und wenn ich nicht Game Boy Advance spiele, dann habe ich jetzt ja, es war ja echt der Wahnsinn, ich habe ja schon wieder vom M64 Geschenke bekommen. Und da war halt dieses eine dabei, Banjo Pilot und halt das hier. Mario Tennis Open. Und das habe ich schon gespielt. Das ist hammergut. Ohne Witz, es ist klar, es ist ein Mario Tennis. Und ich war halt skeptisch, ob sie die gute Steuerung da umgesetzt kriegen. Und ob sie zu viele Extra-Gimmicks einbauen. Und ich finde dieses eine Extra-Gimmick zwar ein bisschen zu viel, aber es ist so gut, es steuert sich so gut. Und vor allem, du hast zwei Optionen. Du kannst den DS, das ist übrigens mein 3DS XL, das habt ihr ja bestimmt mitbekommen, der wurde mir auch geschenkt. Vom YouTube Germany. Super geil. Armin schreibt immer, spiel doch dein geschenktes Tales of the Abyss auf deinem geschenkten 3DS XL. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Wer hat mir denn hier auf Skype geschrieben? So. Und, du kannst halt den so halten, dann spielst du ganz normal Mario Tennis wie früher oder
du hältst ihn halt, also nicht so, sondern so. Und dann ändert sich halt, dann zoomt das so ein bisschen hoch. Und dann steuerst du nicht mehr hiermit, wie er läuft, sondern dann steuerst du die Schläge so. Und das macht richtig Bock. Ich habe erst gedacht, wie bescheuert ist das denn? Aber es macht richtig Laune. Ihr müsst euch das halt so vorstellen. Wenn du halt so guckst, schlägt er halt eher nach rechts. Und wenn du so guckst, schlägt er halt mehr nach da. Und das macht richtig Laune. Du kannst ihn selbst bewegen oder du lässt ihn automatisch laufen. Und dann kannst du halt hier die ganzen Schläge abwandeln. Oder hier entscheiden auch so Symbole. Ich mach mal an. Wir nehmen uns mal die Zeit. Ich zeige euch das mal. Das ist nämlich richtig cool, ohne Witz. Es hat auch noch ganz, ganz viele Minispiele. Also richtig spaßige Minispiele. Nicht nur Ringe abschießen, sondern halt auch, das muss ich euch zeigen, das ist einfach zu cool. Tales of the Abyss, wie gesagt, das ist jetzt, das werde ich jetzt, wenn ich wieder mit Arbeiten angefangen habe, wird das jetzt so mein Hauptspiel sein. Und dann werde ich hauptsächlich Tales of the Abyss spielen. Einfach auch, weil ich im Moment meinen 3DS XL, den liebe ich einfach total. So. Einzelspieler. Ah, das erkennt man, ne? Machen wir mal. Ich zeige euch mal das eine Minispiel, das ist so cool. Super Mario Tennis. So, ich nehme natürlich Yoshi. Oh, jetzt habe ich außerdem Bronze. Naja. Seht ihr das? Hier kannst du halt, ganz normal hier deine Schläge nehmen oder du tippst halt hier drauf. Das heißt, du hast hier deine Hände und du kannst halt jederzeit, wenn du das irgendwann auswendig kannst, funktioniert das echt gut, hier auch deine Schläge. Du kannst ihn auch automatisch schlagen lassen, das würde ich aber lassen, wenn du gute Schläge haben willst. So, und dann geht's los. Seht ihr das? Es ist so cool. Vor allem, du musst halt genau steuern, wie du schlägst, damit du halt so, jetzt mache ich einen Topspin, damit ich die Blöcke abschieße, jetzt mache ich einen Flach, damit ich den Pilz erwische, jetzt ist der Ball größer, jetzt muss ich einen Lob spielen, damit ich da oben hinkomme. Das ist halt schon die zweite Stage. Und du darfst halt nicht irgendwie so schlagen, dass der Ball irgendwie in die Löcher fällt oder so. Es macht so eine Laune. Ohne Witz, das ist echt cool. Na gut. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Seht ihr das? Jetzt bin ich schon tot. Das ist so cool. Ich kann gerade schlecht steuern, deshalb schlage ich nur, damit ihr das so seht. Es ist so cool. Ja gut, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Ich mache wieder aus. Ich wollte euch nur dieses coole Schlagmenü unten halt einmal zeigen, dass man die auch so die Schläge machen kann. Also es hat mich echt überrascht, ganz, ganz viel extra Kram, eine coole Steuerung, sehr, sehr coole Minispiele und macht richtig Laune. Ich habe schon ein paar Turniere gespielt, ist noch ein bisschen einfach, ich muss jetzt die schwierigen Turniere erstmal freischalten und dann bockt das. Ja, auf Wii U spiele ich nix im Moment, aber ich habe mir schon mal vorsorglich für demnächst irgendwann, für die ganzen geilen Spiele, die ja angekündigt wurden, ich sehe es ja mittlerweile entspannter. Aber gerade für die Jump'n'Runs habe ich mir jetzt auf jeden Fall endlich mal einen Wii U Pro Controller geholt. Der liegt echt gut in der Hand. Ohne Witz, der ist echt gut. Also der ist mindestens so gut wie der 360 Controller. Der gefällt mir echt richtig gut. Es ist ja ungewohnt, dass das hier jetzt getauscht ist. Da muss man sich dran gewöhnen, aber ansonsten, der ist echt top. Tipptopp. Geiler Controller. Damit macht es bestimmt richtig Spaß, dann das neue Mario, Donkey Kong und Luigi U und all das zu spielen. Ich freue mich richtig auf Ende des Jahres. Ja, und dann muss ich ja noch etwas vorstellen. Die waren bei mir unten in der Schublade, deshalb habe ich sie leider im Geschenkevideo vergessen, kurz zu zeigen. Aber natürlich muss das auch erwähnt werden. Ich liebe ja Gamecube-Spiele und ich sammle ja Gamecube-Spiele. Und ich habe auch schon eine ganze Menge da hinten mittlerweile. Ich kaufe mir auch immer wieder. Ich habe jetzt gerade Barton Kaitos, habe ich zum Beispiel, habe ich ersteigert für 14 Euro. Und jetzt versuche ich gerade Fire Emblem günstig zu kriegen. Und Paper Mario. Das sind noch die beiden teuren, die mir noch fehlen. Aber ansonsten hat er mir hier halt das hier geschenkt. Resident Evil Code Veronica X. Dann hat er mir das hier geschenkt. Resident Evil 3 Nemesis. Dann das hier. Resident Evil 4 von GameCube, dann das hier, Resident Evil
normal für den GameCube und Resident Evil Zero für den GameCube. Er hat mir die Resident Evil Spiele für den GameCube geschenkt und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, denn gerade das 1, das werde ich mir nämlich demnächst mal angucken, weil von diesem hier, ich glaube, das war das, oder? Das war doch das, wo ganz viele sagen, das sei das beste Resident Evil, das Remake vom allerersten. Höre ich jedenfalls immer wieder. Deshalb werde ich mir das auf jeden Fall demnächst mal angucken und mal gucken, ob ich vielleicht mal einen Einstieg in Resident Evil so finde. Aber auch einfach ansonsten super cool, weil das teilweise echt schwer ist, an diese Spiele ranzukommen. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank dafür. Und das war es auch schon mit, was ich so gespielt habe. Den Rest hatte ich ja schon vorgestellt. So Fire Emblem, Tales of Graces, Shadow of the Colossus und so hatte ich ja gerade vorgestellt. Deshalb machen wir diese Kategorie heute mal ein bisschen schneller und dann gehen wir mal weiter zu YouTube. Ja, da muss ich aber gerade mal so überlegen, was habe ich denn in letzter Zeit geguckt? Ich gucke in letzter Zeit eigentlich kaum mehr so große YouTuber oder sowas. Habe ich ja nie wirklich geguckt. In letzter Zeit gucke ich eher so die ich eh so abonniert habe. Ich gucke mal so, was der Herr Consolero treibt, gucke mir die Videos vom Finchi an, vom Björn, Katharsis, auch wenn der immer seine Livestreams macht, wenn ich keine Zeit habe. Dann hat Dorkly auch, oh, so geil, ich habe mich so kaputt gelacht. Ja, Dorkly hat wieder ein Video hochgeladen mit The Seven Sages, ein A Link to the Past Verarsche-Video mit Seven zusammen. Ich habe mich so kaputt gelacht. What's in the chest? What's in the chest? So witzig. Ich liebe Dorky einfach nur. Ansonsten habe ich mir die von DM Jared angeguckt. Der war auf der E3 und hat mal schon ein paar Sachen vorgespielt. Ich bin ja wirklich sehr skeptisch. Mario Kart 8 sieht wieder so langsam aus. Ich hasse es. Ist klar, es ist kein F-Zero, aber trotzdem muss es doch ein bisschen schnell sein, damit noch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Was haben wir noch? Hier die Game Grumps. Komm, die kann ich auch wieder Abo kündigen. Die bocken mich einfach nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich mag einfach keine Let's Plays. Ich mag nicht immer dieses Abgehackte in Episoden, dass man immer... Ja, da gucke ich lieber was anderes. Klar, Retro-Video-Games, den gucke ich mir natürlich auch an. Den Andi. Ja, Pong habe ich eigentlich nur noch abonniert wegen den Lehr-Videos mit Sepp. Huli, Schwitzock gucke ich mir halt manchmal an. Flying Uwe gucke ich eigentlich mir immer an. Was habe ich hier noch so? Rute hat jetzt wieder ein Video hochgeladen. Hier Happy Video Game Nerd hat so ein paar Anti-Beats Video gemacht. Was haben wir noch? Antipathie hat was hochgeladen, habe ich natürlich geguckt. Dann gucke ich immer mal wieder, was YouTube Germany so treibt, was der so hochlädt. Da kommen ja manchmal echt total interessante Videos. Der Zaubertrick-Künstler da, der war echt ganz cool. Was die Tele-Dudes so machen und so. Tendo TV, halt solche, sowas habe ich halt irgendwie so gerade abonniert. Manchmal gucke ich mir die Let's Plays von Yoshina an, wie sie Little Inferno spielt, das ist ganz, ganz witzig. Aber das sind so die Sachen, die ich im Moment gucke. Ansonsten gucke ich eher so nebenbei mal irgendwie mir Serien an. Ja, ansonsten gibt es irgendwas ansonsten bei mir so bei YouTube. Na, ich mache halt im Moment viel. Ich habe jetzt auch die nächste Top-Liste. Das ist eine Top-Liste über meine Lieblings-Nebencharaktere, also Sidekicks, die habe ich ja noch nie gemacht. Da bin ich gerade immer mit dabei, die zu machen. Dann der nächste Nostalgie-Alarm natürlich. Yeah. War ganz witzig. Martin hatte mir geschrieben, dass er gerade an seinem Video ist, an der Gange mit Donkey Konga. Das haben sie ja schon längst oben. Das war super cool mit den beiden. Und ich war gleichzeitig halt auch mit meinem Donkey Konga-Video am machen. Das werde ich jetzt morgen wahrscheinlich mal drehen. Und was halt wirklich schade ist, dass ich beim Battle einfach nicht vorankomme. Es ist einfach eine Szene, die ich einfach nicht alleine drehen kann. Und es ist einfach niemand so in meiner... Jetzt habe ich jemanden kennengelernt aus Kiel. Vielleicht hat der mal Bock und Zeit, mir mal zu helfen. Aber ich würde diese Szene halt ganz gerne echt so nehmen für den Battle. Und diese letzte Szene muss ich halt irgendwie zu zweit mal drehen. Dann kann ich halt anfangen, das endlich alles so zusammenzufügen. Ja, ansonsten mache ich jetzt noch eine Umfrage auf Tendo am Mittwoch über meine Lieblingslandschaften. Also Spielwelten aus, meine Lieblingsspielwelten aus Videospielen und mache dazu für meinen Kanal halt auch eine Top 10. Die mache ich jetzt irgendwie auch am Wochenende. Ich habe ja noch Urlaub, habe ja noch Zeit. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's mit YouTube. Und dann gehen wir weiter zu Sport. Ja, also bei Sport ist es im Moment so, dass ich im Moment überhaupt nicht auf Ernährung achte. Das ist mir im Moment ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich mache im Moment so viel Sport. Also im Moment bin ich echt so bei 4-5 Mal die Woche Sport. Einmal Handball und ja echt so 3-4 Mal die Woche bin ich beim Fußballspielen im Moment. Jetzt nicht nur, wenn ich Urlaub habe, aber auch sonst.
Donnerstagabend bin ich da, Dienstagabend bin ich da, Mittwochabend beim Fußball, Samstag, Sonntag. Das sind die Tage, an denen ich spielen kann. Und davon schaffe ich meistens immer so 3 bis 4 Mal. Und das ist einfach super cool. Gerade bei dem Wetter. Ich habe auch ein bisschen Farbe bekommen durch das ganze draußen an der Sonne sein. Und ja, so sieht im Moment bei mir der Sport aus. Ich hatte mal 2 Kumpels von mir, die haben richtig viel abgenommen mit so einer Pulverdiät. Aber ich vertrage das Pulver leider nicht. Habe ich das noch hier? Dann könnte ich euch das... Nee, es ist gerade in der Küche, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls vertrage ich das Pulver nicht. Da habe ich gesagt, komm, lass. Ich wüsste ja theoretisch, was ich essen müsste. Ja? Wir waren heute lecker Ente essen. Das darf man nicht. Ja, mal vielleicht, aber abends halt dann nur noch Rucker. Eigentlich weiß man ganz genau, was man wann essen sollte und wann eben nicht mehr. Aber das dann zu machen, ist eine andere Sache. Na gut. Ja, und bei Sonstiges gibt es eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Ich genieße noch die letzte Zeit. Wie gesagt, ihr wisst ja, am 1.8. werde ich ja noch weniger Zeit haben. Deshalb ja schon mal die Umstellung auf ein Video die Woche. Da geht es dann voll los mit meiner neuen Anstellung. Und privat hat sich nicht viel verändert. Ich wohne immer noch hier mit Malte zusammen. Ich habe auch niemanden kennengelernt. Es gibt keine neue Frau in meinem Leben. Jedenfalls nichts Festes. Und ja, man lernt so ein paar Leute über Skype oder so mal kennen. Es macht im Moment Spaß, mit euch zu skypen und mit euch zu quatschen, Livestreams und so weiter. Im Moment macht alles einfach Bock. Mir geht's im Moment also praktisch ganz gut, könnte man zusammenfassen. Das ist doch schön, oder? Ja, das war's auch schon für diesen kleinen Überblick. Ich wollte euch mal wieder zeigen, was habe ich geguckt, was habe ich gelesen. Gerade Naruto habe ich so viel gelesen. Ich bin mal gespannt, wie es da so weitergeht. Ach so, Kenan, falls du zufällig gerade zuguckst. Ich habe immer noch Black and White 2 hier für dich liegen. Nur, wir hatten ja das Problem, ich habe es dir zweimal zugeschickt, es kam zweimal zurück. Und du solltest dich nochmal melden, ob du mir irgendwas falsch geschrieben hattest. Es ist wirklich zweimal zurückgekommen und es liegt immer noch bei mir rum. Oder du holst es dir ab. Gut, ich würde sagen, ich bin raus und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Tschüss.